Somit ein herzliches Willkommen bei Batman Return to Arkham, Arkham City. Wir gehen den Beweisen hinterher zu der Ninja-Dame, die uns ja entwischt ist. Gott sei Dank weiß der Batman, sich da zu helfen. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Wrath oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Keine Sorge, Oracle. Das vermeiden wir schon. Und bevor ich das Ganze jetzt weiter sage, Leute, erstmal ein großes Sorry an euch. Ich habe einen Tag nicht aufgenommen, weil... Wie ich sehe, haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Batcomputer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Wo war ich stehen geblieben, Leute? Ja... Ich wollte mich entschuldigen, dass ich den Tag nicht aufgenommen hatte. Mein Kollege habe ich abgeholt. Ich brauche noch ein bisschen Auszeit. Eine kurze Bedenkpause. Und ja. Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack. Das gefällt mir nicht. Glaubst du das? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Und wie lautet der Plan? Versteck dich, wenn du Jokers Jungs siehst, leg sie um. So, wir müssen jetzt zu der letzten Stelle von dieser Person, die wir ja verfolgen. Das ist schlecht. Hat er vorher noch. Es geht hier weiter. Nein, soll mir aber recht sein. Ich hasse es, wenn ich gerade versuche, irgendeinen Spinner zu dem Herrn Ra's al Ghul, der über hunderte von Jahren, Jahrzehnte schon am Leben ist. Durch eine bestimmte Formel. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Nah ran.
Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Batman sprach. Und Batman bekam etwas Neues, was wir natürlich als Seilwerfer nennen. Ermöglicht es sich schnell zwischen zwei horizontal gelegenen Punkten zu bewegen, kann während der Bewegung erneut eingesetzt werden, um die Richtung zu ändern, ohne den Boden zu berühren. Ja, Batman hat schon gewusst, was er tat, da wusste Robin noch nicht so Bescheid. Wir folgen jetzt der schönen Senderposition von der Ninja-Tante. Und dann werden wir da genau erwartet von Herrn Ra's al Ghul. Und ich bin gespannt, ob Batman das noch überleben wird, denn wer weiß, wie lange er das noch aushält. Apropos hier, Leute. Geht das schon? Das frage ich mich gerade. Ich weiß es noch nicht. Da würde ich am liebsten natürlich durchgehen, aber ich glaube, das belassen wir erstmal. Wir wissen noch nicht, was wir können. Oh, Moment mal. Dass ich da nicht schon früh... Ich hoffe, dass du dein Bestes gibst, Bats. Mir kam da nämlich gerade ein schrecklicher Gedanke. Wir könnten heute tatsächlich beide sterben. Es besteht ja noch Hoffnung für mich. Aber stell dir nur vor, wie du dich fühlen würdest, wenn ich weg wäre. Ist ja nicht so, dass du allzu viele Freunde hast, oder? All diese Grübelei. Sie ist nicht gut für dich, weißt du? Hast du jemanden, der morgens auf dich wartet? Und damit meine ich nicht dieses Kind, das du ständig über die Dächer schleifst. Ich meine jemanden, mit dem du reden kannst. Ich glaube nämlich nicht. Irgendwie traurig. Da tust du all diese Dinge für Gotham und die einzige Konstante in deinem Leben bin ich. Da hat er schon recht, der Joker. Die einzige Person, mit dem wir uns unterhalten, das ist der Joker. Aber was meint er mit dem Kind über die Dächer? Meint er uns? Als die Fledermaus? Naja. Moment mal. Die Joker-Ballons. Ich glaube, wenn wir das alles beseitigen an den Ballons, in ganz Gotham City, bekommen wir irgendwelche Extras. Ich weiß es nicht mehr genau. Gibt es hier nicht so ein Nebenextra? Ich glaube, da gab es etwas, was uns sehr wichtig ist. Nein, 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 das nicht. Sendequelle? Nein, danke. Kann mir jemand helfen? Bitte. Es gab hier eine Mission, Leute. Da war etwas Wichtiges drin. Beziehungsweise eine Person. Wir mussten dafür etwas tun. Den einen Mann, der Titan zerstörte. Oh, Backe, Leute. Hast du gesehen, wie der Typ aussieht? Junge, der Kerl
alles sowas Scheiße. Von... Scheiße! Ich hab ihn! Ja. Sicher, dass sie gestorben ist. Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen runterklettern, aber Batman hat ja eine Wasserallergie, soweit wir das wissen. Und jetzt kommt der Seilwerfer in Einsatz, Leute. Wo ist er denn? Da oben. Ich dachte, oben sei es schlimm. Hier unten ist es nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass und stinke, als hätte ich in einem Kuhfladen gestanden. Hörst du eigentlich nie auf zu jammern? Schnauze, ihr beiden. Wir haben einen Job zu erledigen. Pinguins Jungs sind auf der Flucht. Joker will, dass wir möglichst viele von ihnen umlegen. Hat er nicht vor, ihnen Jobs anzubieten? Er überlässt uns die Entscheidung. Ich kann... Es ist Batman! Joker hat seine Männer in die Kanalisation. Übrigens, Leute, ich habe so ein bisschen, ja, es ist mein Lebensstil mittlerweile geworden. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten verändert. Aber das ist auch eine andere Geschichte, die ich eines Tages an YouTube veröffentlichen werde und wahrscheinlich einen Zweitkanal erstellen werde, denn es geht um meinen Bodybuilding-Bereich. Jeder weiß, ich betreibe Bodybuilding und nehme das sehr ernst und werde wahrscheinlich wieder bald die Supplements dafür mir besorgen. Dass ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ich muss es mir echt mal überlegen, mein Kollege sagt, ich sollte das machen, weil ich keinen schlechten Körper habe und auf die FIBO 2018 gehen sollte. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das machen sollte, aber vielleicht überlege ich es mir. Mal schauen. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung. Wie ihr seht, Leute, haben wir versagt. Wir brauchen alle Ausrüstungsteile, wurde mir gerade informiert. Heißt also, ich muss das erstmal zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Denn das geht erst noch nicht. Wir gehen jetzt mal weiter. Unten dürfen wir ganz klar nicht hin. Batman hasst ja Wasser. Ihr wisst ja Bescheid. Wir wissen das ja. Riddler-Trophäe. Sieht aus wie so ein Safe. Teilweise, ja. Ist sogar ein Safe, denke ich mal. Und hier soll der große Ras-Al-Ghul sein. Ich bin gespannt. So, hören. Der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschanzt. Joker will, dass wir sie finden. Sollen wir sie umlegen? Bleibt uns überlassen. Wir sollten sie kalt machen. Pinguins Leute waren fast alle Söldner. Trau nie einem Söldner. Wie gesagt, unsere Entscheidung. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn wir sie haben.
Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh Gott, bitte, bitte, tu mir nicht weh. Ich sag dir alles, was ich weiß. Protokoll 10 tritt in 5 Stunden in Kraft. Alles in Ordnung? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung! Dir läuft die Zeit davon. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht. Um Pinguin fertig zu machen. Wir an so ein Zeug. Aber das hier ist ein Gefängnis. Du stellst zu viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das heißen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen zu stellen. Du weißt, dass Jay Fragen hasst. Okay, sorry. Ich fand's nur so seltsam. Wisst ihr, was das für ein Ort ist? Vorher noch nie von Old Gotham gehört. Du warst wohl nie in der Schule, was? Was ist passiert? Warst du etwa zu beschäftigt, damit ins Bett zu machen? Überraschung. Wusstest du, dass das, was wir Gotham nennen, auf der alten Stadt errichtet wurde? Welche alte Stadt? Old Gotham. Es gab da mal ein Volksfest vor 100 Jahren oder mehr. Da ist was passiert. Teile davon wurden zerstört. Und auf ihnen entstand die neue Stadt. Man lernt jeden Tag was dazu, nicht wahr? Es ist Batman! Oracle. Wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tigerwachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug... Das war einfacher, wie ich dachte, Leute, aber wir sind drinne und das sehr schnell. Ich lasse es nicht zu. Wir müssen eine Geisel retten, Leute. Und wir sind schon ziemlich gut vorangekommen, sagen wir mal so. Bei Wonder City. Ich würde sagen, dieser Folge an diesem Ende bei der Geiselrettung mit den netten, muskulierten Titanleuten, wie man sie nennen kann, also mutierte Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hat's dir gefallen, dann drück doch ein Däumchen nach oben. Support ist kein Mord. Hau rein und ciao, ciao.